In meinem heutigen Vortrag geht es um Abgeschiedenheit. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern, dass Samuel erst gestern in seinem Vortrag, gegen das Ende seines Vortrages, Abgeschiedenheit erwähnt hat als eine günstige Bedingung für Sammlung. Und in diesem Vortrag möchte ich aufzeigen, wie Abgeschiedenheit nicht nur die Sammlung und Klarheit des Geistes begünstigt, sondern eben dann auch das klare Sehen und Erkennen der Dinge, wie sie sind. Die Abgeschiedenheit also eine günstige Bedingung ist für Erkenntnis und Weisheit. Vor mehr als 20 Jahren hatte ich das folgende Erlebnis in Burma. Und es ist mir noch so präsent, als wäre es erst gestern passiert. Ich meditierte in Sayadaw Ujjanakas Meditationszentrum in Yangon, hatte einige andere ausländische Meditierende dort und sehr viele burmesische Meditierende. Und eines Tages trat ich aus dem Esssaal und war gerade daran, die paar Treppenstufen hinunterzugehen, dort, wo ich meine Slippers gelassen hatte. Doch ganz plötzlich fühlte ich mich so verlassen und alleine. Und dieses Gefühl kam so wie ein Blitz aus heiterem Himmel und es traf mich ganz stark. Ich war nicht vorbereitet dafür. Auch wenn ich eben in einem Meditationszentrum war, wo es viele andere Meditierende hatte, ich konnte nicht anders, als mich so ganz alleine und verlassen zu fühlen. Und da stand ich nun da bei diesen Treppenstufen und dieser Satz ging so durch meinen Kopf. Alleine und verlassen in dieser großen Welt. Alleine und verlassen in dieser großen, weiten Welt. Es schien, als wäre ich von allen, von allem getrennt und dass es keine Person auf dieser Welt gäbe, die mich verstehen könnte. Das war ein extrem schwieriger Moment und zur gleichen Zeit enthüllte er mir aber auch eine tiefe Wahrheit, nämlich, wenn ich wirklich erwachen wollte, so musste ich das selbst verwirklichen. Niemand anders kann das für mich tun. Auch wenn ich von meinem Lehrer unterstützt wurde, auch wenn die anderen Meditierenden sehr inspirierend waren, aber ich musste mir meine Befreiung selbst erarbeiten. Und diese Erkenntnis oder diese Einsicht war so stark, traf mich so tief, dass Tränen meine Backen herunterkullerten. Und normalerweise ging ich nach dem Mittagessen jeweils in mein Zimmer zurück, um auch zu duschen. Aber an diesem Tag ging ich gleich hinüber zur Meditationshalle, setzte mich auf meine Matte und begann, dieses Gefühl des Verlassenseins zu beobachten. Und allmählich wurde dieses Gefühl schwächer und machte dann einem wachsenden Vertrauen in das Dhamma Platz. In all den Jahren zuvor, in denen ich Meditation praktizierte, hatte ich vielleicht diese kleine Einsicht, jene kleine Einsicht, und das schien in Übereinstimmung mit der Lehre des Buddha zu sein. Und was ich auch bemerkte, war, dass ich irgendwie ein wenig zufriedener, ein wenig glücklicher war. Und so dachte ich, alles, was ich jetzt tun kann, ist einfach dem Dhamma zu vertrauen und weiter zu praktizieren. Auch wenn es ein sehr einsamer Weg schien, so gab es keine andere Möglichkeit. Später traf ich dann in der Satipatthana Sutta, die Lehrrede über die vier Grundlagen der Achtsamkeit, auf die folgende Stelle und die steht ganz am Anfang der Lehrrede.
Dies ist der direkte Weg, der zu der Wesenläuterung führt, zur Überwindung von Sorge und Kummer, zum Verschwinden von Schmerz und Wehklage, für die Verwirklichung des richtigen Weges, für die Realisation der Befreiung, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Also eben, dies ist der direkte Weg. Das ist die Übersetzung des Pali-Satzes Ekayano Ayamago. Und viele Übersetzer haben das übersetzt als, dies ist der einzige Weg oder nur diesen einen Weg gibt es. Aber im Kontext dieser Lehrrede sollte es vielmehr verstanden werden als ein Weg, der nur in eine Richtung geht. Im Kommentar zu dieser Lehrrede wird dann ausgeführt und gesagt, dass es ein Weg sei, der keine Abzweigungen hat. Ein Weg, der zu einem Ziel führt, der direkt zur Befreiung führt. Und im Kommentar wird weiter erklärt, dass es ein Weg ist, den man alleine gehen muss, ganz ohne Begleiter. Und als ich diese Erklärung las, da erinnerte ich mich gleich wieder an meine Erfahrung vor dem Esssaal. Und wenn es gesagt wird, dass es ein Weg ist, den man alleine gehen muss, ohne Begleiter, so steht das in keinem Widerspruch zur Aussage, dass spirituelle Freunde das ganze spirituelle Leben seien. Wie gesagt, spirituelle Freunde, unsere Lehrerinnen, Lehrer, sind eine große Unterstützung und ermutigen uns auf diesem Weg. Aber wenn es dann heißt, in die tiefsten Wahrheiten einzudringen, dann müssen wir das ganz alleine tun. Da, in diesem Moment, kann uns niemand helfen. In diesem Moment der Erkenntnis können wir nicht auf die Hilfe oder den Beistand einer anderen Person zählen, sondern eben nur auf die durchdringende Kraft des Dhamma. Damit diese durchdringenden Erkenntnisse und Einsichten geschehen können, müssen wir geeignete Bedingungen schaffen. Unter den vielen Bedingungen, die dazu beitragen, dass der Geist geschmeidig, sanft, klar, gesammelt und empfänglich ist, befindet sich eben Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit kann bedeuten, dass man an einen abgeschiedenen Ort geht, an einem abgeschiedenen Ort lebt, das heißt also in der Einsamkeit, abgeschieden von Leuten oder abgeschieden von Sinneseindrücken, die zu Verlangen oder Begehren führen. Aber auf einer anderen Ebene kann Abgeschiedenheit auch eine geistige Abgeschiedenheit sein. Eine geistige Abgeschiedenheit und Loslösung von den Sinnesobjekten. Solange wir in der Tretmühle des täglichen Lebens verwickelt sind, ist es recht schwierig, Klarheit und Sammlung des Geistes zu bewirken. Und die ist aber nötig, um klar zu sehen. Und somit ziehen wir uns eben manchmal aus der Geschäftigkeit des Lebens zurück, um eben dem manchmal fast unablässigen Einprasseln von Sinneseindrücken zu entgehen. Und zur Zeit des Buddha hieß es, eben an einsame Orte zu gehen. In den Lehrreden werden Orte erwähnt, wie in den Wald, in den Dschungel zu gehen, auf einen Berg zu gehen, in eine Schlucht zu gehen, in eine Höhle zu gehen oder sich am Fuße eines Baumes aufzuhalten. Heutzutage können solch abgelegene Orte Klöster, Meditationszentren sein oder vielleicht auch abgelegene Hütten in den Bergen.
Wenn wir also von zu Hause weggehen, um Meditation zu praktizieren, dann ist es sehr wichtig, dass wir alles ganz sorgfältig organisieren. Weil wenn wir mal im Retreat sind, sollten wir uns nicht um weltliche Angelegenheiten kümmern müssen. Also schauen, dass wir keine Telefons machen müssen, keine SMS senden, das Smartphone nicht immer wieder mal checken. Falls nötig, beauftragen wir eine Person, die die Rechnungen bezahlt oder eben das Notwendige tut, was anfallen mag. Wenn wir uns also physisch aus der geschäftigen Alltagswelt zurückziehen, dann sollten wir alle Geschäfte und alle Belange wirklich zu Hause lassen. Als ich nach Burma ging, das war vor 23 Jahren, da dachte ich, ich würde so für 3 Monate gehen, vielleicht höchstens 6 Monate. Und auf anderen Reisen hatte ich immer in Briefkontakt gestanden mit meinen Eltern, meinen Freunden. Und somit schrieb ich ab und zu einen Brief an meine Eltern oder meine Freundinnen. Und Buddha sei Dank, zu jener Zeit gab es noch kein Internet, also keine SMS oder keine E-Mails, auch keine Smartphones mit SMS und so weiter. Auch wenn die Briefe von und nach Burma jeweils eine lange Zeit beanspruchten, so konnte ich es doch nicht unterlassen, mit der Außenwelt in Verbindung zu stehen. Aber als ich dann im folgenden Jahr eben immer noch in Burma war, begann ich zu merken, dass jedes Mal, wenn ich einen Brief las, mein Geist ganz gehörig aufgewühlt wurde. Unruhe setzte ein, viele Gedanken. Auch wenn es keine schockierenden Nachrichten waren oder so. Aber ja, das brachte den Geist durcheinander und es dauerte dann jeweils mindestens einen Tag, wenn nicht 2 oder 3 Tage, bis der Geist wieder etwas ruhiger, klarer und gesammelter war. Und darum entschloss ich mich dann mal für eine Periode von 3 Monaten, keine dieser Briefe zu lesen. Einfach weil ich merkte, wie viel Unruhe das in den Geist brachte und wie viel Mühe und Zeit es wieder brauchte, um den Geist zu beruhigen. Und ich fasste diesen Entschluss und wenn dann ein Brief kam, konnte ich ihn einfach ungelesen in den Schrank legen. War gar kein Problem mehr. Und am Ende der 3 Monate konnte ich ganz klar die Vorteile sehen, die aus diesem größeren Maß an Abgeschiedenheit resultierten. Das heißt also mit der Reduktion von Sinneseindrücken. Mein burmesischer Lehrer Sayadaw Ujjanaka, der legte oder legt immer noch großen Wert auf das edle Schweigen, weil es ist wirklich ein hilfreiches Mittel, um den Geist zu beruhigen, um die Sammlung zu fördern. Und zu meiner Zeit pflegte er jeweils zu sagen, 5 Minuten täglich zu sprechen, das zerstört die Konzentration eines ganzen Tages. Und das ist wirklich wahr. Wenn wir mal einen gewissen Grad an Sammlung erreicht haben, dann sehen wir das für uns selbst. Am Anfang in der Praxis mag das noch nicht so offensichtlich sein. Da fühlen wir uns vielleicht eher beflügelt und ermuntert, wenn wir mal ein paar Worte mit anderen wechseln. Doch eben wenn wir uns auf eine kleine Konversation einlassen, dann mag das zwar vielleicht ein wenig Glück, ein wenig Zufriedenheit entstehen lassen, doch wir sehen nicht, dass wir damit nur alte Gewohnheiten verfestigen. Wir verfestigen tief verwurzelte Konditionierungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel immer wieder mal ein paar Worte wechseln und sprechen, dann ist es wirklich sehr schwierig,
den Geist zu sammeln, ihn klarer werden zu lassen. Es ist wie, wenn wir ein Glas Wasser haben, wenn das Wasser schmutzig ist, dann müssen wir das Glas eine Weile stehen lassen, damit sich die Schmutzpartikel auf den Grund, den Boden des Glases setzen können. Und dann wird das Wasser klar. Und ebenso brauchen wir dem Geist eben auch Zeit zu geben, dass er sich oder dass die Unruhe sich setzen kann. Ich denke, die meisten von uns sind in einer Umgebung aufgewachsen, wo viel geschwatzt, geredet wurde und wird. Und darum scheint es irgendwie so unnatürlich zu sein, mal nicht zu reden, nicht zu schwatzen. Und wir können auch schauen, was für einen Stellenwert hat die Stille in unserem Alltag. Ich finde es erschreckend zu sehen, wie schwierig es für die meisten Leute ist, mit der Stille umzugehen. Viele Leute haben ständig das Radio an, zu Hause, im Auto oder eben wenn sie dann einkaufen, arbeiten, joggen gehen, dann müssen sie noch ihre Ohrstöpsel haben, Musik aus dem iPod. Oder wenn Leute zusammen sind, wird meistens geschwatzt. Wie viele Leute gibt es, die einfach zusammenkommen können, um schweigend miteinander zu sitzen? Viele Leute halten die Stille gar nicht mehr aus. Die Stille wird zur Bedrohung und weil sie unangenehm ist, fliehen die Leute davor. Darum wird eben geschwatzt oder Musik gehört. Oder die Leute stopfen sich den Geist mit anderen Sinneseindrücken voll. Das kann sein mit Essen, mit Lesen, mit Schreiben, mit Internet surfen, telefonieren und so weiter. Unser Geist ist eigentlich wie eine Kneipe, wo geschwatzt wird, wo geratscht und getratscht wird. Und selten ist die Kneipe leer und ebenso selten ist der Geist einer gewöhnlichen Person ruhig, klar und still. Während eines Schweigeretreats werden wir unausweichlich mit der Stille konfrontiert. Das heißt, wir befinden uns in einer völlig leeren Kneipe. Und wie reagieren wir auf diese Herausforderung? Ist es einfach für uns, in diesem stillen Raum zu sein? Oder ist es eine große Herausforderung, die uns manchmal bis fast an den Rand des Abgrundes führt? Nach einem Retreat gestand mir einer der Teilnehmer, dass es war das allererste Retreat für diesen Mann, eine Woche, 7 Tage, und er sagte mir, dass das Schweigen ihm die größte, dass er dachte, dass ihm das die größte Mühe machen würde. Und er sagte sich, also wenn ich es dann wirklich nicht mehr aushalte, dann erlaube ich mir, in mein Auto zu gehen und das Radio anzustellen. Aber er sagt, er musste es nicht machen. Sei doch nicht so schwierig zu gehen, das Schweigen zu halten. Die ehrwürdige Tenzin Palmo hat in einer Höhle im Himalaya gelebt. Für 12 Jahre war sie dort. Und für die meiste Zeit des Jahres war sie dort oben in ihrer Höhle. Also so ungefähr für 8 Monate. In den Wintermonaten, wenn sie dann eingeschneit war, dort oben. Und dort lebte sie also völlig abgeschieden. Sie hatte überhaupt keine Möglichkeit, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Sie hatte kein Telefon. Es gab auch keine andere Person in der Nähe. Sie konnte auch keine Briefe abschicken oder erhalten. Natürlich auch keine E-Mails, kein Internet. Also so lebte sie völlig abgeschieden, abgeschieden von anderen Leuten, abgeschieden von sehr vielen Sinneseindrücken, die normalerweise dann eben Verlangen und Begehren entstehen lassen. Es gab also keinen anderen Weg, als sich der Stille und Einsamkeit zu stellen. Auch wenn die meisten der Meditierenden
sich nicht an seinen solch abgeschiedenen Ort zum Meditieren begeben. So sollte doch die innere Einstellung sein, dass wir in die Abgeschiedenheit gehen. Auch wenn wir an einem Ort sind, wo es noch andere Meditierende hat, wo auch Kommunikationsmittel noch vorhanden sind, so sollten wir doch den Entschluss fassen, mit anderen nicht in Kontakt zu treten. Sei es eben mit den anderen Leuten, die auch hier sind, oder sei es mit der Familie, mit Freunden, mit Leuten außerhalb. In einer seiner Lehrreden sagte der Buddha, dass man wie ein Nashorn ganz alleine herumziehen sollte. Ein Nashorn ist scheinbar ein Einzelgänger und das indische Nashorn hat nur ein Horn, im Gegensatz zum afrikanischen Nashorn, das zwei Hörner hat. Und diese Metaphorik, also ein Nashorn mit einem Horn, verstärkt die Vorstellung, eben wirklich ganz alleine zu sein, wie das Nashorn, das alleine herumzieht. Diese Lehrrede trägt den Titel „Das Nashorn" und sie ist enthalten im Sutta Nipata, einer wunderschönen Sammlung von Lehrreden in Versform, Gedichtform. Und ich möchte einige Verse mit euch teilen. So ungebunden wie das Wild im Walde, das, wie es ihm beliebt, um seine Nahrung geht, als weiser Mensch, bedacht auf seine Freiheit, allein mag wandern man, dem Nashorn gleich. Angegangen wird man im Gefährtenkreise, in seiner Wohnstadt, wenn man steht und geht und wandert. Bedacht auf seine Freiheit, die für andere reizlos, allein mag wandern man, dem Nashorn gleich. Gar süß und bunt sind diese Lüste, herzentzückend. Den Geist betören sie in mannigfachen Formen, in Sinnesobjekten so das Elend sehend, allein mag wandern man, dem Nashorn gleich. Die Kälte und die Hitze, Hunger und auch Durst, der Wind und die Sonne, Insekten und Schlangen, all dies erduldend, ohne Ausnahme, allein mag wandern man, dem Nashorn gleich. Der Blick gesenkt, sein Schritt ist wohlgemessen, die Sinne sind gezügelt und der Geist bewacht, die Lüste sind versiegt und restlos erloschen, allein mag wandern man, dem Nashorn gleich. Wenn wir uns also aus der Geschäftigkeit der Welt zurückziehen und an einen abgeschiedenen Ort gehen, dann ist das die erste Stufe der Abgeschiedenheit. Doch das ist noch nicht genug, denn der Geist findet ja immer Mittel und Wege, sich zu unterhalten, wenn er mit der Stille oder anderen schwierigen Emotionen konfrontiert wird. Ein weiterer Schritt ist, die Sinne zu zügeln und ganz speziell unsere Augen. Wenn die Augen nicht gezügelt sind, dann kann die Achtsamkeit und Sammlung, die wir aufgebaut haben, in kürzester Zeit wieder verloren gehen. Mit einer Wärmekamera kann man ja sehen, wo die Wärme aus einem Haus entweicht. Oft ist es eben aus dem Dach oder aus den Fenstern. Und ebenso könnte eine ASA-Kamera, eine Achtsamkeit-Sammlung-Kamera, aufzeigen, wo die Achtsamkeit und die Sammlung entweicht. Und oft ist das aus den Augen und aus dem Mund, also mit dem Sprechen. Und dazu kommt, dass dann der visuelle Sinneseindruck weitere Ablenkung und Ruhelosigkeit hervorruft. Darum eben, wie es in diesem Gedicht heißt, der Blick gesenkt,
Sein Schritt ist wohlgemessen, die Sinne sind gezügelt und der Geist bewacht. Also unsere Augen zu zügeln und vielleicht den Blick nur so nach unten gerichtet zu haben, das kann eine ganz große Unterstützung sein für unsere Meditationspraxis. Und als ich für einige Monate dann in Burma meditiert hatte, als ich dorthin ging, da begann ich das auch zu merken, wie sehr das Herumschauen die Achtsamkeit wieder schwächt und die Sammlung entweicht. Und darum entschloss ich mich, eben mal meine Augen so zu zügeln, dass ich den Blick immer nur so nach unten vor mich gerichtet halten würde. Und ich machte diesen Entschluss, weil für mich war es extrem schwierig, nicht zu wissen, was sich in meiner Umgebung abspielte oder wer sich da aufhielt. Und ich fühlte wirklich, dass ich dieses zwanghafte Verlangen und diese starke Gewohnheit überwinden wollte. Schon früher in der Schule, da wählte ich immer die hinterste Schulbank aus im Klassenzimmer. Weil von der hintersten Schulbank hat man die Übersicht über das ganze Klassenzimmer. Alle anderen Mitschüler sind vor einem. Also ich musste immer den Überblick haben. Jetzt habe ich ihn auch. Also ich fasste diesen Entschluss und mit einer wirklich starken Motivation konnte ich es 3 Monate lang durchziehen. Wenn ich zum Beispiel im Esssaal mich verbeugte, das machte man dort, nach vorne, dann nahm ich einfach dieses starke Verlangen wahr, nur schnell den Blick zu heben und zu schauen, ob Sayadaw Ujjanaka schon dort saß oder nicht. Aber ich merkte einfach dieses starke Verlangen und ich gab dem nicht nach, schaute nicht hoch. Oder wenn ich jeweils zu meinem Zimmer zurückging, da hat es einen Wasserkanal und eine kleine Brücke darüber, die ziemlich eng war. Und wenn ich da ging, mit gesenktem Blick, dann aber doch in meinem Blickfeld, sah ich dann vielleicht mal ein paar Turnschuhe vorbeigehen. Und in Burma trägt niemand Turnschuhe, da tragen alle Slippers und sind barfuß. Und wenn ich also diese Turnschuhe und noch so viel von den Beinen sah mit Jeans darüber, wusste ich, dass wahrscheinlich eine ausländische Meditierende, ein Ausländer, gekommen waren. Und die waren noch nicht umgezogen, also die hatten noch nicht den Longi an, noch nicht die Slippers. Und auch da merkte ich wieder das starke Verlangen, nur schnell den Blick zu heben, um zu schauen, ist es ein Mann, ist es eine Frau, lange Haare, kurze Haare. Aber ich nahm einfach dieses Verlangen wahr und gab da nicht nach, hielt den Blick nach unten. Es war wirklich nicht einfach. Ich musste da wirklich gegen eine ganz starke Gewohnheit ankämpfen. Aber wie ich dann merkte, war es wirklich eine sehr große Unterstützung für meine Praxis. Der Geist wurde viel ruhiger, viel gesammelter und es stellte sich eine viel tiefere innere Stille ein. Und das ermöglichte eine größere Klarheit. Der Geist wurde sehr klar und wach und das half enorm, die Dinge klarer zu sehen. Falls es nun schwierig scheint, einen solchen Entschluss für 3 Monate zu fassen, können wir mit kürzeren Perioden anfangen. Der Entschluss könnte sein, mal gesenkten Blickes von der Meditationshalle in den Esssaal zu gehen. Oder vielleicht mal für eine Gehmeditation lang den Blick nicht immer wieder mal zu heben. Oder wenn das schon zu viel erscheint, vielleicht mal für eine Wegstrecke oder 2 oder 3. Ich finde, dass es manchmal ganz gut und hilfreich ist, etwas Neues und Herausforderndes zu wagen. Das kann uns neue Horizonte in der Praxis erschließen.
Aber natürlich können wir nur in Neuland eindringen, wenn wir das auch wirklich tun. Im Zusammenhang mit dem Zügeln der Sinne gibt es noch ein anderes hilfreiches Mittel für die Praxis. Es ist sehr unterstützend und hilfreich, wenn wir unsere Handlungen vereinfachen und wenn wir sie manchmal etwas verlangsamen. Wenn wir die Handlungen, Bewegungen etwas verlangsamen, sei das beim Essen, Anziehen, Tee trinken, Duschen und so weiter, da werden wir unausweichlich mit unseren gewohnten Verhaltensmustern konfrontiert. Und was ich auch gemerkt habe, ist die Tatsache, dass das Verlangsamen unweigerlich eine größere Achtsamkeit in unsere Praxis bringt. Und somit sind wir viel fokussierter im gegenwärtigen Moment. Auch wenn wir denken, dass wir ja sehr oder recht achtsam sind, zum Beispiel beim Essen, so werden wir sehen, dass diese Achtsamkeit doch eher eine allgemeine Achtsamkeit ist oder eher oberflächlich ist. Denn mit dem Verlangsamen der Bewegungen beginnen wir zu sehen, dass so viele unserer Bewegungen ganz mechanisch ablaufen und dass da eigentlich gar nicht so viel Achtsamkeit dabei ist. Und wir beginnen dann auch zu merken, dass es viele Bewegungen gibt, die gleichzeitig stattfinden. Zum Beispiel, wir nehmen ganz achtsam das Kauen wahr, merken aber nicht, wie die Hand gleichzeitig schon die nächste Gabel mit Kartoffelstock belädt. Oder wenn wir fertig geschluckt haben, stellen wir fest, dass die Tasse mit dem Kaffee schon beim Mund oben ist. Dann wundern wir uns. Wie ist diese Tasse jetzt da hier hochgekommen? Oder wir gehen ganz achtsam auf die Türe zu, sind uns jeden Schrittes gewahr und wenn wir dann vor der Türe stehen, merken wir, dass die Hand schon die Türklinke fasst. Und auch da, wie ist jetzt diese Hand hier hochgekommen? Oder wenn wir nach einer Sitzmeditation aufstehen und hinausgehen, denken wir, dass wir ganz achtsam aufstehen, jede Bewegung wahrnehmen, das Gehen. Und plötzlich fällt uns dann auf, dass wir da noch den Pullover runterzupfen. Also das sind nur einige Beispiele, die aufzeigen, dass wir uns während des Tages sehr oft im Autopilotmodus bewegen und dass wir nicht wirklich bewusst und achtsam sind. Als ich klein war, noch jung war, hatte ich die Gewohnheit, viele Dinge aufs Mal zu tun, also gleichzeitig. Und meine Mutter machte mich dann immer darauf aufmerksam und sie sagte, eins nach dem anderen wie jetzt Paris. Eins nach dem anderen wie in Paris. Ich weiß nicht, woher dieser Ausspruch kommt oder wie er entstanden ist, doch es ist egal. Es ist wirklich gut und hilfreich, ein Ding aufs Mal zu tun. Zum Beispiel, wenn wir am Kauen sind, einfach gerade mal voll sich des Kauens bewusst zu sein. In diesem Moment gibt es nichts Wichtigeres auf der ganzen Welt, als wirklich diesen Kauvorgang ganz achtsam zu spüren, bewusst zu tun. Auf diese Art und Weise muss sich der Geist, also die Achtsamkeit, nur mit einem Objekt abgeben. Und das ermöglicht es dem Geist, sich eben wirklich da hineinfallen zu lassen, in diesem Moment des Kauens fallen zu lassen. Und das sammelt den Geist. Und wenn der Geist klarer, gesammelter ist, ja, da gewinnt er an Klarheit und an Schärfe. Und das wiederum ermöglicht das Klarsehen, also das ermöglicht Einsichten und Erkenntnisse. Später in der Praxis sehen wir auch, dass alle die verschiedenen Bewegungen des Körpers
entstehen, weil es da ein Verlangen sich zu bewegen gibt oder weil da eine Absicht ist, den Arm zu heben, den Kopf zu drehen. Also alle Bewegungen im Körper haben ihren Ursprung im Geist. Mit dem Zügeln der Augen und dem Verlangsamen der Bewegungen haben wir einen äußeren Anhaltspunkt, der uns anzeigt, wie achtsam wir sind und wie sehr wir uns tatsächlich des Geistes bewusst sind. Jedes Mal, wenn wir uns ertappen, dass wir die Berge anschauen, ohne es wirklich bewusst zu machen, dann wissen wir, dass wir es verpasst haben, die Absicht zu sehen, zu merken. Oder jedes Mal, wenn wir den Kopf drehen, während wir am Gehen sind, dann merken wir, dass wir die Absicht zum Drehen des Kopfes verpasst haben, dass wir das nicht gemerkt haben. Der Geist ist sehr schnell und es wird gesagt, dass es nichts auf dieser Welt, in diesem Universum gibt, das so schnell ist wie der Geist. Und es braucht schon eine sehr wache und scharfe Achtsamkeit und eine tiefe Konzentration, um all die flüchtigen und subtilen Vorgänge im Geist zu sehen, zu erkennen. Es ist bedeutend einfacher, die Vorgänge im Körper zu beobachten, da sie viel deutlicher, viel offensichtlicher sind. Mit dieser Körperachtsamkeit können wir die Achtsamkeit und Sammlung schulen. Das heißt, der Geist gewinnt dann an Klarheit und Präzision. Und damit bereiten wir den Geist vor, sich später den viel subtileren Vorgängen im Herzgeist zuzuwenden. Wir können einen gewissen Einfluss auf den Herzgeist mit seinen Gedanken und Emotionen ausüben. Doch dazu müssen wir erst fähig sein, einen gewissen Einfluss auf die Vorgänge im Körper auszuüben. Mit dem Gewahrsein der Bewegungen im Körper schulen und schärfen wir die Achtsamkeit. Zuerst werden uns immer mehr verschiedene Bewegungen bewusst. Zum Beispiel beim Zähneputzen entdecken wir eine leichte Drehung in der Hand, bevor wir die Zahnpasta ergreifen. Oder beim Anziehen der Socken merken wir dann, dass wir den Fuß oder die Zehen noch leicht anziehen, damit wir den Socken einfacher über die Zehen ziehen können. Oder beim Kauen entdecken wir dann, dass ja da noch die Zunge ist, die die Nahrung von der einen Seite des Mundes auf die andere schiebt. Und ein nächster Schritt wäre dann, uns zu schulen, eben nur diejenigen Bewegungen auszuführen, die wir wirklich absichtlich ausführen wollen. Wir können uns zum Beispiel vornehmen, die Arme nur dann zu heben, wenn wir das wirklich wollen. Das heißt, wirklich mit der Absicht, jetzt die Arme oder den Arm zu heben, um die Türe zu öffnen. Oder mit der Absicht, jetzt den Arm zu heben, um die Tasse zu ergreifen. Oder wirklich absichtlich den Arm bewegen, um das Jucken zu kratzen. Oder eben, wir können uns entschließen, die Augen während der Gehmeditation nicht in die Ferne schweifen zu lassen. Oder wir können versuchen, beim Anschlagsbrett da draußen vorbeizugehen, ohne schon zum dritten Mal an diesem Morgen zu sehen, ob da was Neues hängt. Oder ohne uns ein Programmheft zu nehmen und da etwas drin zu blättern. Wenn wir uns das vornehmen, aber wenn wir uns dann trotzdem erwischen, wenn wir in die Ferne schauen oder den Kopf Richtung Anschlagsbrett drehen,
dann sind wir liebevoll mit uns und tadeln uns nicht. Wir können freudig sein, weil wir haben es ja gemerkt. Oder wir können auch mit Humor reagieren und innerlich sagen, ha, jetzt habe ich dich aber erwischt. Also das sind nur ein paar wenige Möglichkeiten, die Achtsamkeit in Bezug auf den Körper, auf die Bewegungen zu schulen. Wenn also das Hauptaugenmerk auf den Bewegungen ist, so schulen wir aber gleichzeitig auch unseren Geist, das Herz. Wie gesagt, allen Bewegungen geht eine Absicht, eine Intention voran. Ein geistiger Impuls, der die Bewegungen auslöst. Wenn wir also einen gewissen Einfluss auf die Bewegungen ausüben können, so schulen wir gleichzeitig auch unseren Geist. Und damit nehmen wir wahrscheinlich öfter als sonst das Verlangen zum Rumgucken wahr oder das Verlangen zu kratzen oder das Bedürfnis, das halb zerkaute Brot auf die andere Seite im Mund zu schieben. Ich denke, es ist eine irrige Meinung oder ein Wunschdenken, dass wir einen gewissen Grad oder einen gewissen Einfluss auf Gedanken ausüben können, ohne uns vorher zu schulen, einen gewissen Einfluss auf den Körper auszuüben. Die Übung beginnt beim Gröberen, beim Körper und führt dann zum Subtileren, zum Herzgeist. Wenn wir noch nie einen Marathon gerannt sind, dann üben wir auch zuerst kürzere Wegstrecken. Wenn es uns gelingt, an einem abgeschiedenen Ort zu sein und wenn es uns gelingt, die Verlockungen der Sinneseindrücke aus der Umgebung durch Zügelung so weit wie möglich zu reduzieren, dann erreichen wir die zweite Stufe der Abgeschiedenheit. Also, das ist die geistige Abgeschiedenheit und Loslösung von den Sinnesobjekten. Die ehrwürdige Tenzin Palmo weist auf die Tatsache hin, dass diese zweite Stufe der Abgeschiedenheit viel wichtiger ist als die erste Stufe. Sogar wenn wir 20 Jahre allein in einer Höhle leben, dann bringt das nichts, wenn wir unsere Anhaftung an und Verlangen für Sinnesobjekte nicht loslassen können. Und die ehrwürdige Tenzin Palmo sagt, wahre Entsagung ist, alle unsere geliebten Gedanken und unser Vergnügen an unseren Erinnerungen, Hoffnungen und Fantasien aufzugeben. Das alles aufzugeben und nackt in der Gegenwart zu sein, das ist wahre Entsagung. Also ist es möglich, alle unsere geliebten Erinnerungen an die Vergangenheit aufzugeben? Ist es möglich, uns nicht mehr in Fantasien über die Zukunft zu verlieren? Und ist es möglich, das Verlangen oder das Begehren nach gegenwärtigen Sinnesobjekten aufzugeben? Ich denke, wir haben es alle schon zu einem gewissen Grad selbst erfahren, dass der Geist ausrastet, wenn ihm die gewohnten äußeren Sinneseindrücke entzogen werden. Der Geist leidet dann unter Entzugserscheinungen. Und die Folge ist, dass er das mit allen möglichen und unmöglichen Gedanken oder Fantasien kompensiert. Jeder Gedanke ist dann gut genug, um dieses Vakuum aufzufüllen und den Geist mit etwas zu füttern. Der Geist kann dann eben die unmöglichsten Fantasien über die Zukunft kreieren oder erwühlt in der Vergangenheit, um da was wirklich Saftiges herauszubekommen. Oder
er mag auch zu sehr trivialen Nichtigkeiten gehen, die gerade so an der Oberfläche herumschwimmen. Wenn dem Geist das gewohnte Maß an Sinneseindrücken fehlt, dann begnügt er sich gerade mit dem, was er erhaschen kann. Nach einiger Zeit in Burma ging es eben meinem Geist auch so. Und um irgendmal wieder was anderes da reinzubekommen, etwas anderes Futter zu bekommen, ertappte ich mich dabei, wie ich die Zutaten der Zahnpasta zu lesen begann. Aqua, Poloxamer 407, Xylotil, Hydradit, Silica, Sorbitol, Aroma, Citric Acid, Capric, Triglyceride, Zellulose, Gum, Sodiumhydroxide, Sodiumfluoroxide, Zinkchloride, Sodiumsaccharin, BHT, Limonene, Linalol, CL 77891.1490, ppm Fluorid. Interessant, nicht? Also erst mit dem vollständigen Aufgeben und Loslassen aller Arten der Gedanken sowie der Loslösung von Sinnesobjekten können wir von einem abgeschiedenen Herzgeist sprechen, also die zweite Stufe der Abgeschiedenheit. Ein abgeschiedenes Herzgeist ist klar, ruhig und gesammelt und kann dadurch die Dinge viel klarer erkennen. Das heißt, diese Stufe der Abgeschiedenheit ist eine gute Basis für Erkenntnis und Weisheit. Zum Ende dieses Vortrages möchte ich euch die Worte eines Deva, eines himmlischen Wesens, vorlesen. Es sind Worte an einen Mönch gerichtet, der in der Meditation versunken war. Dr. Deva realisierte, dass der Mönch verschiedensten Sinnesverlockungen ausgesetzt war. Aus Mitgefühl mit diesem Mönchen und um in ihm ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, sagte er: Mit dem Wunsch nach Abgeschiedenheit bist du in den Wald gekommen, aber dein Herz schweift nach außen in die Welt. Beseitige das Verlangen nach Sinnesvergnügen, dann wirst du wahres Glück finden.